Ja, mein Name ist Jörg Wellbrock und auf Content.de bin ich unter dem Namen Texttakte zu finden. Meine Schwerpunkte beim Schreiben sind Website-Texte, Versicherungen, Finanzen, immer gerne Sport, besonders Fußball, außerdem Satiren und ja eigentlich fast alles, was angefragt wird. Ja, mit dem Schreiben habe ich schon als Kind angefangen, habe damals schon gedichtet, mache ich auch heute noch, also Gedichte kann man bei mir auch buchen. Und außerdem arbeite ich als Sprecher für Erklärfilme, Podcasts, Hörspiele oder auch Hörbücher. Und zum Schreiben gekommen bin ich eigentlich nicht, sondern mehr das Schreiben zu mir. Das soll ich wohl von meinem Opa geerbt haben, sagten jedenfalls Mutter und Großmutter. Ich habe dann zwischendurch als Angestellter Redakteur gearbeitet, habe mich dann 2011 selbstständig gemacht. Ja, und hier sitze ich jetzt und komme gut zurecht. Offen gestanden, Versicherung und Finanzen. Das kommt mir selbst manchmal ein bisschen merkwürdig vor, denn die Zeit als Vertriebler habe ich jetzt nicht ausschließlich in guter Erinnerung, aber fachlich bin ich auf diesem Gebiet halt doch zu Hause. Ich schreibe besonders gern für Honorarberater, weil die nicht auf Teufel komm raus verkaufen wollen, sondern da eben einen anderen Ansatz verfolgen. Dadurch kann ich mich dann zu Finanz- und Versicherungsprodukten auch mal kritisch äußern, was mir sehr entgegenkommt. Ja, wie gesagt, Versicherung und Finanzen aufgrund meiner Ausbildung. Ich bin außerdem gelernter Erzieher und somit auch eine ganz gute Besetzung für pädagogische Themen, auch wenn die eher selten angefragt werden. Als Musiker bin ich natürlich auch für musikalische Themen Ansprechpartner. Und da ich auch für Kabarettisten schon Texte geschrieben habe, ja, kann ich auch bissigen Humor bieten, sage ich mal so. Das A und O ist immer die Kommunikation. Das beginnt bei Textanfragen und endet natürlich dann bei der ordentlichen Bezahlung. Ich mag prägnante und aussagekräftige Briefings, die klar sind, aber nicht zu umfangreich, dass man erstmal eine Stunde darin investieren muss. Außerdem mag ich Auftraggeber, die auch ein bisschen Humor haben. Die Zahl meiner Kunden ist überschaubar. Ich arbeite fast ausschließlich mit langfristigen Kundenbindungen und das ist auch gut, weil man sich dann kennt und genau weiß, ja, was man gegenseitig zu erwarten hat. Zuverlässigkeit und Gründlichkeit und Deadlines, die eingehalten werden. Das liegt allerdings unter anderem daran, dass ich tatsächlich Aufträge nicht annehme, wenn die Zeit bis zur Deadline einfach zu kurz ist. Denn Zeitdruck erhöht nicht nur die Gefahr von Fehlern, sondern wirkt sich grundsätzlich schon mal negativ auf die Ergebnisse aus. Jedenfalls besteht diese Gefahr und dann lehne ich lieber dankend ab. Ja, das ist letztlich auch im Sinne des Auftraggebers.